So, Lunge ist gefüllt. Haben Sie denn was gemacht hier, die Leutchen? Natürlich nicht. Ein bisschen was, aber nicht so viel. Und das Lager ist auch schon wieder fast voll geil. Oh Gott. Könnte man hier irgendwas anpflanzen? Ah, die, okay. Gut. Die werden wir aber hier hinten irgendwo anders anpflanzen. Ja, hier ist jetzt ein bisschen was. Das ist scheiße. Ich hätte das Lager doch ein bisschen anders bauen sollen. Naja, gut. Es ist einfach wieder alles voll. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Hier. Nein, andere Richtung drehen. So. Was Neues ist immer noch nicht dazu gekommen. Also, mir fehlt hier bestimmt noch einiges. Aber mehr als genug. Ja, die brauche ich überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung, was ich mit denen machen soll. Werkzeuge haben sie mehr als genug, die können sie sich jederzeit abholen. Müssten echt Kakaobohnen anpflanzen hier. Stopp mal, wir machen das so und so und dann können wir das hier wieder wegmachen. So. So. Einmal das da, dazu dann noch das Lager, wo der Spaß hinkommt. Hier ist noch was nicht eingeebnet, danke. Lager. Das bauen wir jetzt einfach mal dreist hier drum. Oder auch nicht. Ach man. So. So, genau. Da hinten ist noch ein kleiner Schniepel. So. Das von hier geht hier rein und das aus dem Lager geht da rein, geht da und dahin. Genau.
So, dann können wir Kakaomilch machen hier. Das passt. Was konnte man hier nochmal anpflanzen? Kartoffeln. Sehr schön. So. So. Ja. So. Okay, das geht nicht. Bewässerungsanlage kommt eine dahin, eine dahin. Eine da und eine da. Das kriegt auch ein fettes Lager. Auch wenn das eigentlich nicht so groß sein müsste. So, das von hier geht dahin, das von da. Geht da und da rein. Gut. Dann konnten wir noch was anpflanzen. Teestrauch. Der wird natürlich auch gemacht. So, da kommt Tee hin. Das wird auch automatisch bewässert. So viel muss sein. So, das Lager dazu machen wir hier hinten ran. So, und das von dem Lager geht da und dahin. Ja. Ja. Drüben könnte man da noch was anpflanzen. Haben wir immer noch Obdachlose? Nö. Gut. Gott, was habe ich hier nur gemacht? Kann man hier irgendwelche Tiere halten? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Und das Lager ist halt auch schon wieder randvoll. Ich verstehe das einfach nicht. Hm.
verstehe das einfach nicht. Für was brauchen wir das, bitteschön? Hier wird Shogun angepflanzt und das geht dann dort rein. Das machen wir mal weg, oder? Nee, lass mal vorsichtshalber. Ey, ich will nichts mehr haben. Ich hab schon genug. Mann. Die Dinger baut der immer noch nicht fertig. Seltsam. Jetzt machen die das hier oben erst. Jetzt erst. Hä, und wo? Ach so, Erz, okay. Lass mich raten, die bringen das wieder hier hinten ins Lager, was gleich wieder randvoll ist. Mann. Thank you.
habe hier eindeutig zu viel zum Abbauen angeklickt. Oh Mann. Das war echt ein Fehler. So, jetzt geht erstmal eurer normalen Arbeit nach hier. Gottchen, Gottchen, Gottchen. Was hab ich hier bloß angestellt? Hier fehlt noch ein Weg. Stopp mal. Der muss leider doch weg. Der eine Stein muss leider doch weg. So. Thank you.
Ei, was hab ich hier bloß gemacht? Naja, man kann es nicht ändern. Oh. So, aber da wir ja sowieso schon alles gemeistert haben, bis auf Tee und Alkohol, wir verlassen die Insel. Ich darf ja wieder nicht so viele mitnehmen. Alter Schwede, wie viel soll ich noch hier lassen? So. Gucken, ob es überhaupt eine neue Insel gibt. Nö. Es gibt keine neue Insel. Das heißt, ja, wir haben alle Inseln besiedelt, auch wenn es den Einwohnern nicht wirklich gut geht. Ja, hier sieht man, was wir bisher gemacht haben. Wir haben sogar elektronische Komponenten gemacht. Oder auch nicht, keine Ahnung. Oder das ist das, was ich bisher produziert habe. Ich habe ein Ölfass produziert? Ich habe Pommes? Seit wann das? Naja. Story speichern. Wir gehen mal ins Hauptmenü zurück und gucken, ob da noch irgendwas Interessantes ist. Eigene Karte spielen, riesige Karte. Wir gucken mal bei riesige Karte rein. Was da so Wunderschönes gibt.
Es tut mir leid. So, riesige Karte ist... Die scheint wirklich groß zu sein. Was ist denn das hier hinten? Was ist das denn, bitteschön? Notkalupine. Mushrooms. Farn. Gefrorenes Gestein. Schwarzfichte. Was ist das? Männlicher Kolonist, was? Sieht aus wie... Ja. Aber ich... Okay. Zum Hauptmenü. Ich werde hier jetzt nichts spielen. So, das war jetzt eine riesige Karte. Und jetzt spielen wir mal eigene. Oder wir gucken mal bei der eigenen Karte rein. 91 leere Karten. 92 Stufe 1. 92 Stufe 1 bis 2. Okay. Ziel, verdiene Geld, exportiere Güter, bla bla. Frachtstufe 3, Terra Wüste. Ah, okay. Eiswelt, gestrandete Güter, kein Inventarziel, Frachtstufe. Aha. Okay, alle Biome. Weg damit. Ah, das geht so wieder weg. Wenn ich jetzt alles ausschalte und eine Welt anmache. Lol. Okay. Ah. Okay. Mache Kolonisten glücklich. Produktionsziel. Erobere Karte. Besiege Gegner. Geld verdienen. Gegnerlager. Normale Gegnerlager. Viele Gegnerlager. Keine Gegnerlager. Wenig. Okay. Kartengröße. Riesige Karte. Testkarte 20 hoch 2. Winzige Karte 64 hoch 2. Kleine Karte. Normale Größe. Große Karte. Normales Terrain, perfekt glattes Terrain, kein Wasser, flaches Terrain, normales Terrain, okay. Gestrandete Güter, ja, nein. Kein Inventarziel, ja, nein. Interessant. Wenn ich jetzt das alles... Ach, ich... Ah... Okay. Aber warte mal, was ist jetzt der Unterschied zwischen Schiffsladung Tier 2, 3 und 4? Wer weiß. Aber interessant, dass man sich hier auch eine eigene Map und ein eigenes Szenario zusammenstellen kann. Das ist schon mal richtig, richtig geil. Hier gibt es unterschiedliche Welten-Seeds. Cool. Interessant. Tutorial haben wir ja schon. Kampagne brauchen wir nicht nochmal. Fortsetzen brauchen wir auch nicht. Mods. Mit dem Absenden eines Mods bestätigst du, dass du der Autor bist und erklärst dich mit der Geschäftsführung. Steam Workshop einverstanden. Klicke hier. Okay. Discord, YouTube, Roadmap, Credits, Wiki und Facebook haben sie auch. Okay. Ich würde aber sagen, das war's mit Cubifactorium. Wenn euch das Spiel gefallen hat, für alle, die dies auf YouTube gucken, lasst gern einen Daumen nach oben da. Vor allem für die letzte Folge. Für alle, die dies im Stream verfolgt haben, ja, danke, dass ihr dabei wart. Im nächsten Guten Morgen-Stream gibt es dann ein neues Spiel und mal schauen, was. Ich habe noch ein paar auf Lager.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen, jetzt muss ich selber gerade gucken, was für ein Tag ist, einen wunderschönen Donnerstag. Und ja, lasst euch von der Sonne oder Regenwetter, je nachdem, was bei euch gerade für ein Wetter ist, nicht ärgern. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Guten Morgen Stream.